Opel Zafira 1.8. Den hast du gekauft für 2500 oder so. Aber neue Bremsen, neue Steuerkette. Ja, wir waren ja gemeinsam in Krefeld bei dem Typen. Und hier ist echt alles neu gemacht. Also die Basis ist schon mal richtig geil. Der wollte ursprünglich ja erstmal ein anderes Auto verkaufen. Ne? Und er war Musiker, du bist Musiker. Ja. Ihr habt euch gut verstanden. Und deswegen kam er dann, hat er dir dieses Schmuckstück, das gar nicht online war, angeboten. Ja. 2 Monate sind wir schon unterwegs. Wo waren wir alles? Rocamadour, wo die Festung so quasi in die Berge reingebaut wurde. Du hast in echt vielen Kathedralen gesungen. Du hast Konzerte gegeben, weißt du das noch? Ja. Viele, ne? Das war echt schön. Unzählige Tiere kennengelernt. Von einem Imker erklärt bekommen, wie der die Bienen händelt. Stimmt. Wir haben sehr viele Leute kennengelernt, wie Charles und Tom und sowas. Wir waren fast abgesoffen. Das Wasser kommt. Ich weiß noch nicht mal, ob wir rauskommen. Wir haben Motorradfahrer getroffen, die übelsten Berge hochgestiegen. In Karenak haben wir Tom kennengelernt, na, auf dem Fest St. Patrick's Day war das. Genau. Ne? Das war mega geil. In Frankreich dann die Sandsäulen besucht, Radio Liberty, die Ex-CIA-Basis besucht. Ja, und dann waren wir auch schon an der Küste. Ne? Danach fing auch das Vanlife-Chaos in Spanien-Video an. Hammer, ich kann gar nicht glauben, was wir in 2 Monaten erlebt haben schon. Du baust dir mal eben so eine Schrottkarre zusammen und dann hast du so viel Scheiß bereits erlebt. Ne? Das ist echt schwierig, was? Sich zu erinnern. Auch, ja, so weil das in 2 Monaten passiert so viel. Ne? Worauf musst du achten beim Zafira? Beim Zafira muss ich echt darauf achten, dass ich einfach immer Öl und Wasser checke auf jeden Fall, aber sonst fährt er echt wie eine Eins. Ehrlich. Öl und Wasser, ja. Ja, und der Ausbau ist ganz klar so ein Stealth-Camper. Ne, dass man von außen einfach gar nichts sieht. Und wo standen wir auf? Wir standen auch in Städten und sowas und das war nie ein Problem. Einmal kam die Polizei vorbei, das war deiner Knüste, aber die dachten auch, du parkst dort. Die wussten nicht, dass du campst. Das war übrigens schon in Spanien, das ist eigentlich nicht mehr erlaubt. Ja, ne? Und das einzige andere Mal war, weil halt fucking Überschwemmung war, wo jemand kam und uns wecken wollte. Genau, hätte er gesehen, dass wir Camper sind, dann hätte er auch angeklopft. Der hat die Autos gesehen und dachte mir so, oh, hier hat jemand sein Auto geparkt. Genau, da wurden wir zum Glück noch wach. Ja, stimmt. Die Fenster, die werden dann gecovert mit den Paneelen hier. Hast du extra so gelassen, damit man die abnehmen kann, damit du morgens rausgucken kannst. Wirst du auch so beibehalten, ne? Du willst keine Feste. Nee. Wir sprachen ja über Tönung der Scheiben und sowas. Da haben wir uns gegen entschieden. Oder hast du dich gegen entschieden? Ja. Das ist einfach gut, die Flexibilität zu haben. Vor allem zeige ich auch später diesen Schreibtisch, den ich habe. Und wenn ich rausgucken will und das getönt ist, wäre es halt kacke. Ne? Der Innenausbau hat gekostet? Circa 200 Euro, würde ich sagen. 200 Euro, ey. Also das ist nur, krass. Wenn man jetzt nur die Bretter und Schrauben und alles Mögliche. Genau. Ja, aber das ist das Ding, ne? Das habe ich bei mir auch bemerkt. Die Bretter und sowas, die sind eigentlich spottbillig. Mega. Und auch wie du es halt benutzt, ne? Klar, wenn du jedes Stück wegschmeißt, zum Beispiel hier sieht man auch, ne? Ich hatte so ein kleines Stück übrig, aber anstatt das wegzuschmeißen, habe ich das einfach hier angefügt. Ja, klar, genau. So, ne? Ja. Hier mit geilen Knöpfen. Die Bemalung hast du im Nachhinein gemacht. Genau. Das hast du angetupft. Genau, ich habe einfach so einen dicken Pinsel genommen, erstmal drüber gestrichen und dann so ganz leicht. Ich finde das auch viel schöner, als das Holz so offen zu lassen, besonders hier bei diesen Spanplatten. Die haben wir genommen, weil die halten einfach alles aus. Ja, Mann. Und die kosten auch nichts. Ne? Genau. Aber die sehen halt scheiße aus. Ist halt einfach so. Ja, nur wenn man auf dem Budget ist, ne, das ist echt so, du kaufst einfach diese billigen Bretter und dann irgendwelche Farbe und guck mal, wie das jetzt aussieht. Ja, ja. Also gerade hier habe ich viel Tupferarbeit gemacht. Ne? Und das sieht einfach, manche Leute bezahlen viel Geld damit, ne, für solche Bretter. Ja, genau. Das ist so einen kleinen urigen Stil halt. Ja, urigen, rustikalen Stil hätte ich. Ja, genau. Ausgebaut haben wir den tatsächlich auf dem Parkplatz vom Baumarkt. Die haben sich gefreut, ne? Ja, wie lange haben wir gebraucht? Ich weiß nicht, ich glaube so 2 Wochen, weil das Wetter manchmal auch nicht mitgespielt hat, ne? Gerade bei Regen so oder Wind. Ja, genau. Braucht man manchmal ein bisschen und Zeit auch, damit sich das entfaltet, weil man muss ja auch überlegen, so was ist mir wichtig, ne? Was brauche ich noch? Also ich finde, man sollte sowas auch nicht rushen. Man sagt ja, man soll das für einen Notfall bauen. Was wäre, wenn ich in extremer Kälte wäre, ne? Ist das dann richtig ausgeholt? Habe ich genug Platz? Habe ich genug Storage für zum Beispiel Gas oder Wasser? Ja, deswegen auch Stealth Camper, ne? Irgendwann landet man mal in der Stadt. Aus irgendeinem Grund muss man da übernachten und dafür ist dann der Stealth Camper gut. Was waren denn deine Prioritäten? Auto. Also als allererstes natürlich schlafen. Es muss halt gemütlich sein und auch, dass ich irgendwie Möglichkeiten habe, mich so ein bisschen zu bewegen. Deswegen habe ich das nicht so hoch gebaut. Ja. Viele Leute machen ja so Plattformen und dann hast du einfach keinen Raum und dann sitzt du da so eingecrutscht. Ja. Ich wollte einfach gerade sitzen können. Der Platz reicht mir, ich bin ja keine riesige Person. Zweite Priorität war auf jeden Fall Küche, das ist auch mein ganzer Stolz hier. Meine ganze Schublade. Das ist auch alles, was ich brauche einfach. Hier habe ich so eine Platte gebaut. Aber das ist für eine Küche auch schon echt ordentlich. Ja, ich liebe Kochen. Das war so, kannst es dir gut machen. Hier ist mein Kocher natürlich. Ich kann das auch so rausnehmen. Gewürze, Töpfe, also alles, was ich halt so brauche. Ne? Dann als nächstes Musik, weil ich Musikerin bin und ich einfach einen Platz brauchte, wo alles reinkommt, aber ohne, dass mir das hier rumfliegt und die auch sicher sind. Da habe ich dann zum Beispiel so eine Doppelfunktion draus gemacht. Ich habe hier noch einen Tisch, den ich auch gern zum Kochen benutze. Zufälligerweise ist das hier übrig geblieben und passte einfach
ideal drunter, was ich richtig geil fand. Also hier, ne? Genau, mein ganzes Gear. Auch so ein Teppich, den man hier vorne auslegen kann oder zum Musik machen, wenn ich jetzt so. Ja, das hätte ich auch gern, so ein Teppich, muss ich mir nur holen. Ja, der ist auch geil. Das ist echt geil. Die Kälte ab unten, das ist auch mega. Stimmt, ja, stimmt. Und den Dreck, ne? Wenn du dich auf dem Teppich aufhältst, kannst du dann rein und raus hüpfen. Genau. Ja, dann habe ich da noch eine Kiste mit Klamotten drin. Also das ist auch so ein bisschen Storage Space, weil ich zeig dir das kurz auf der anderen Seite mal. Wenn man von hier dran geht, hier geht das ja weiter. Was mache ich mit diesem ganzen Raum hier? Und das war dann ideal, weil diese zwei Wasserbottiche noch perfekt reinpassen. Auch manchmal so Jacken, weil man nimmt ja alles mit, was man braucht. Und dann habe ich hier noch Kabel und ne, so kleine Kleinigkeiten. Hier habe ich Schuhe drin. Ich kann natürlich auch diesen ganzen Innenraum hier mit Kleinigkeiten ausstopfen. Also genau. Bei so einem kleinen Wagen musst du halt echt gucken, dass du einfach jeden Raum auch ausnutzt und nichts verschwindet geht. Und das Geile ist, wenn man das jetzt alles rausnimmt, ich mache das mal kurz, dann hast du hier diesen ganzen Raum noch drin, dann kann ich das wie so ein, wie so ein Schreibtisch. Ja, mit Fenster zum Rausgucken. Richtig. Deswegen war das auch wichtig, dass ich das abnehmen kann. Wenn ich hier sitze und irgendwie arbeite oder so, dann ist es echt cool, die Aussicht zu haben. Ja. Die Festigkeit so wackelt, hat sich irgendwas gelöst oder so? Also das meiste in diesem ganzen Bau ist echt einfach nur durch Winkel und Schrauben festgehalten. Also da war jetzt noch nichts Großartiges, man braucht. Ist natürlich viel Arbeit, wenn man das mit der Hand alles macht. Aber ich finde, das bockt auch, dass man einfach so weiß, okay, ich habe das alles selber gebaut. Ich weiß echt, wo jede Schraube sitzt. Das heißt, falls mal irgendwas ist. Dein Werkzeug, um alles zu reparieren, ist einfach nur ein Schraubendreher. Richtig. Und das war auch wichtig, dass man einfach nicht noch mehr Kram mit sich rumschleppen muss. Genau. Wir haben hier diese Platzfrage eben, ne? Wie mache ich Nutzen und wie habe ich nicht unnötige Sachen? Genau. Und das ist auch geil, weil von der anderen Seite siehst du, dass das eine Schublade ist. Na? Und da sind dann so wichtigste Sachen. Da hätte ich jetzt so ein paar Journals und Bücher, auch meine paar andere Musiksachen, wenn ich irgendwie produziere oder so. Also, dass es einfach griffbereit ist. Manchmal sind auch Snacks drin. Hier habe ich auch noch so eine Kiste. Das sind dann wirklich einfach die allernötigsten Sachen, die ich andauernd benutze. Powerbank, Toiletries, Hygienesachen. Ja, genau. Dann hier so zwei Haken. Und ach, das ist dein Schlüsselhaken, ne? Genau. Ganz ehrlich, Haken, gerade wenn du nicht so viel Platz hast, sind so nice. Also für so Kleinigkeiten, einfach damit die nicht verloren gehen. Weil ich suche so oft meinen Schlüssel und dann musst du diese Haken einfach rein. Ja, und wenn du nachts wach bist und schnell los willst, dann weißt du, der Schlüssel hängt immer dort. Ganz die Brille ist immer dort. Das ist alles nicht mit dem Fahrzeug verbunden, oder? Nee. Weil die Idee war, dass wenn man das alles so einfach so rausheben kann, dann ist das TÜV-technisch oder rechtlich gesehen einfach nur eine Ladung. Das sind einfach Bretter, die du transportierst. Genau, also das Einzige, was ich machen muss, weil das steht ja alles hier auf der Platte, das siehst du hier ganz gut, ne? Und unter dieser Platte haben wir zwei Klötze angebracht, die sich in so zwei Schlitzen im Auto hier einrasten, damit sich das nicht hin und her bewegt. Jetzt, wenn ich aber diesen Schrank hier kurz abbaue, das ist halt das Einzige, was so ein Hindernis wäre, sage ich mal, beim Rausziehen, dann hebe ich das kurz an. Und kann diesen ganzen Bau genauso wie er ist rausheben. Was super praktisch ist, falls es einfach mal leer sein muss oder wer weiß, vielleicht will ich da komplett was Neues hinbauen oder so. Bei der Fahrt keine Bewegung, kein gar nichts. Nee. Also es kann natürlich. Okay, das ist dieses Wäscheproblem, was ich habe. So, ich habe keinen Platz, um das drinnen aufzuhängen. Und ich habe zwar so eine Bungee-Leine oder wenn geiles Wetter ist, kann ich es natürlich draußen aufhängen. Häng das auch sehr gerne hier hoch. Und das passiert dann auch öfter. Ja. Immer wieder witzig. Ja. Wäsche waschen, wie machst du das? Per Hand. Also echt oldschool way. Ich habe ja diese Kalabasch, diese Trommel, die ihr gesehen habt. Und das eignet sich auch richtig gut als Waschschüssel. Und dann nehme ich mir Wasser vom Fluss, hau meine Klamotten da rein mit Waschmittel halt. Ja. Und dann wäschst du das einfach so per Hand. Flecken reibt man einfach so. Das ist echt die oldschool way, sag ich mal. Ja, das Wasser dann richtig entsorgen und so. Genau, richtig. Ja. Also nicht wieder zurückschütten. Was mir auch wichtig war, ist, weil wir ja durch verschiedene Klimata auch fahren, ne, dass ich wirklich für alles gewappnet bin. Also klar, man zieht sich halt an, wenn es kalt ist. Und dieser Pro-Tipp ist echt, dass man zusieht, dass man warm bleibt und nicht kalt wird, weil sich wieder aufzuwärmen ist einfach ein bisschen schwieriger. Ne? Und was ich wichtig fand, ist, wenn es jetzt echt kalt wird, dann habe ich mir so einen Schlafsack geholt mit Baumwolle drin und der ist so bis, boah, ich glaube, bis minus 5 Grad gut. Also ich würde mich jetzt selber ungern in super kalten Gegenden aufhalten, wo super viel Schnee liegt. Aber je nachdem, wenn man gerne in den Bergen irgendwo bei Schnee unterwegs ist, dann sollte man echt gucken, dass man einen Schlafsack hat, der einfach proper dafür ist. Ja, weil Isolierung hast du ja nicht, ne? Richtig. Wir hatten uns das überlegt, aber hier drunter überall diese Armaflex-Dinge hinzustopfen, das passt gar nicht. Das ist eh ein kleiner Raum. Je kleiner der Raum, desto leichter ist er dann auch warm zu halten. Ne? Richtig. Den Schlafsack hast du also da unten als Kopfkissen quasi.
Genau. Da packe ich zum Beispiel auch meinen Campingstuhl hin, ne, oder meinen Mikrofonständer, wenn er mich da drin stört. Ich habe da echt viel Raum. Zum Beispiel hier ist ja auch noch super viel, da passt aber keine Kiste mehr rein. Habe aber rausgefunden dadurch, dass das so kühl ist hier, dass es einfach jetzt mein Kühlschrank ist. Ja, sowas habe ich cool. auch. Genau. Brauchst du einen Kühlschrank? Würdest du dir so einen Kühlschrank nachträglich einbauen? Nö. Ich muss ehrlich sagen, nicht. Also ich auch nicht, weil man kauft sich dann Fleisch oder sowas und man macht das sofort. Man isst das sofort. Genau. Ja. Also hier habe ich auch noch ein bisschen Storage. Das war so ein Zufall, weil ich hatte so einen leeren Raum und dann hat diese Kiste einfach so perfekt, guck dir das an, das ist so befriedigend, reingepasst. Und hier habe ich auch noch eine kleine Schublade und das ist echt mein Krimskrams-Ding, ne? Also ich weiß teilweise selber nicht, was hier drin ist. Hier stopfe ich alles rein. Kakao, Kupferschmuck, Kleber und was weiß ich. Ne? Ist das hier? Mülltüte? Ne? Genau, richtig. Ja. Das ist echt eine Krimskrams. Ich glaube, jeder braucht so eine Krimskrams-Ecke. Absolut. Ist so. Auch hier Bücher, ne? Wieder. Wie kann ich den Platz einfach ausnutzen? Ja, aber mit der Zeit kommt man einfach darauf. Man findet immer mehr kleine Lücken. Auch mit der Zeit entwickelt sich das, dass du wirklich upgradest. Du merkst ja erst, wenn du losfährst, so, was brauche ich? Könnte ich irgendwas verbessern? Ist hier irgendwas, was ich nicht brauche? Na, zum Beispiel auch mit dieser Decke hier. Hier fällt ja schon alles auseinander teilweise. Und wer weiß, vielleicht baue ich mir irgendwann so eine Holzdecke, ne, wo dann Lichter reinkommen können, wenn ich dann doch Elektrizität habe. Weil jetzt gerade habe ich keine. Und das klappt auch eigentlich ganz gut, weil man dann zum Beispiel die Handys während des Fahrens lädt. Aber eine Powerstation wäre auf jeden Fall ratsam. Würdest du eher dann so eine Powerbank nehmen, die du mit dem Auto aufladen kannst oder direkt so eine fette 12-Volt-Solarbatterie? Ich würde eher investieren und dann wirklich Solar, dass man nicht so abhängig von dem Auto auch ist oder einfach die Sonne nutzen kann richtig und du mehr Energie hast. Ich habe ja meinen Verstärker da. Das ist etwas, was einfach viel mehr Strom braucht. Ich glaube, das könnte eine Powerbank gar nicht handeln. Das stimmt. Was arbeitest du, wie arbeitest du? Ich bin Musikerin und demnach bin ich eher draußen unterwegs. Allerdings gibt es manchmal Momente, wo Leute mich zum Beispiel nach Vocals fragen und dann setze ich mich mit dem Laptop natürlich an meinen schönen Schreibtisch und nehme halt auf. Also die Akustik ist auch echt nice, weil das eben so ein kleiner Raum ist. Ne? Mhm. Ja, das ist schon cool. Mhm. Also das ist so das Einzige, glaube ich, was ich jetzt online machen würde. Allerdings halte ich auch sowas wie Kakaozeremonien, also Meditationen und sowas und das wäre einmal im Monat und das mache ich dann auch hier. Ne? Mhm. Diese Ruhe zu haben und die Akustik ist mega. Also, ja, das stimmt. Ich habe mich auch schon reingelegt. Oh, das ist echt puschelig. Das ist mega puschelig. Das ist echt eine Höhle. Das ist einfach eine Höhle. Das ist echt eine Höhle, ja. Das ist nicht so wie so eine Höhle. Schon wie eine Höhle, aber mit Plüsch. Ja. Geil. Ja, eine Höhle, die du von innen mit Watte ausgebaut hast. Du verbringst ja so viel Zeit da drin, ne? Dann sollst du das echt so gestalten, dass du dich wirklich wohl drin fühlst, ne? Ja. Weil so praktisch das auch natürlich sein muss, ist absolute Priorität. Aber es macht auch Spaß, dass immer wieder so kleine Details siehst. Ich habe hier so Lichterkettchen jetzt angebracht, weißt du? Und dann kommen da noch Pflanzen hin oder so. Es macht einfach Spaß. Es ist dein Zuhause, ne? Wie ist denn so deine Morgenroutine, wenn du aufstehst? Erstmal stretchen. Direkt. Du stretchst dich? Im Auto dann? Da ist tatsächlich genug Platz. Oder, was ich auch mache, wenn das Wetter halt gut genug ist, ich gehe direkt raus. Ja. Das ist auch geil. Du machst die Tür auf, direkte frische Luft und dann einfach erstmal bisschen in den Körper. Ja. Dann Wasser sofort. Und ich habe halt meine ganzen Hygienesachen so sind alle da, aber ich gehe dann auch halt zu meinem Badezimmer. Also hier ist halt Zahnbürste und so Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel auch etwas, was noch in Entwicklung ist. Das wird so eine kleine Spüle. Und da kann man nämlich ganz einfach so ein Loch reinbohren und dann verbindet man das durch den Schlauch mit diesem Bohrwasser, was ich hier habe. Ne? Ach, dass du das so hochpumpen kannst. Genau, irgendwann kann ich auch fließendes Wasser haben. Aber bis dahin nehme ich mir einfach immer so ein bisschen Wasser und. Ne? Was machst du dann zur Spüle? Loch rein, Schlauch runter, Abwassertank oder Grautank nennt man das. Genau. Mach mich halt fertig, ne? Und einfach, ich finde es wichtig, dass man morgens direkt in seinen Körper kommt oder ein paar Atemübungen macht, einfach um den Tag richtig zu starten, wo nicht irgendwie direkt ans Handy greift. Und dann gibt es entweder Kakao, ich habe hier meinen süßen Cup aus Vesele. Also bereue ich auch echt, das ist so handgemacht aus dem 17. Jahrhundert. Stimmt, der Mann war so cool, als wir da runtergingen. So, ne? Das war so ein Keller, einfach so tiefe Treppen. Dachte erst, was ist das denn für eine Höhle? Und da ist so ein geiler Keramikshop. Ja, und so ein bisschen, ne, ich sag mal, meditativer Morgen, langsamer Morgen da. Das ist wirklich wichtig für mich. Man meditiert und dann ist man an so einem geilen Ort. Ja. Und du bist einfach sofort draußen. Das ist eine Sache, weil erstmal dachte ich mir, okay, schade, ich kann hier nicht drin stehen und so, was natürlich geil ist, wenn man einen Van hat. Aber sofort draußen zu sein und auch egal welches Wetter, es hat ja auch oft geregnet und dann habe ich hier, das Dach reicht nicht aus. Du kannst es ja ein bisschen variieren. Moment, jetzt. Ich sehe dich nicht.
Zum Beispiel, wenn es regnet, ne, das Dach reicht echt aus, also es beschützt sich. Das sammelt sich einfach hier und tropft dann immer hier. Ja, okay. Was auch echt cool aussieht. Ja, okay. Was machst du, wenn du auf Toilette gehen musst? Benutzt du Öffis, ne? Also hauptsächlich öffentliche Toiletten oder wenn man in Cafés ist oder so. Was gut in Europa ist, dass du echt überall öffentliche Toiletten hast, für die du auch teilweise nichts bezahlen musst, nicht so wie in Deutschland. Ja. Aber ich habe auch so einen Notfall-Jar. Jeder weiß es, aber keiner redet drüber. Ja, genau. Was ist denn das für ein Haken hier? Ach so, den habe ich vor kurzem erst dran gemacht, weil wenn ich koche, dann hänge ich hier gern so Müllbeutelchen hin oder so. Ja, ja, beim Ausbau denkt man gar nicht dran, nee, ne? Überhaupt nicht. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du hier stehst und denkst, so, ich würde hier gerne einen Müllbeutel hinhängen. Genau. Bumm, Haken. Richtig. Was würdest du ändern, wenn du das Auto jetzt nochmal bauen würdest? Würdest du irgendwas anders bauen als jetzt? Ich glaube, ich würde tatsächlich doch noch ein bisschen mehr Raum zum Schlaf, aber echt nur so ein paar Zentimeter. Also es ist echt gut, nur manchmal, weißt du, willst du dich einfach strecken. Ja, das kenne ich von meinem Auto. Ja. Das kenne ich von meinem Auto. Ansonsten, ich glaube, da hinten, wo mein jetziger Kühlschrank ist, würde ich die Ecke des Betts tatsächlich rausschneiden, einfach damit ich dann noch eine Kiste oder halt eine Powerstation oder irgendwas hinhauen könnte. Ne? Weil diese Ecke hier ist halt echt einfach im Weg. Ansonsten, was ich noch anders machen würde, wäre echt tatsächlich diese kleinen Räume besser ausnutzen, so wie hier zum Beispiel. Ja, hier habe ich manchmal auch so einfach Pyjama oder so Kleinigkeiten, aber ich glaube, ich würde hier wie so einen kleinen Schrank hinbauen und tatsächlich einfach direkt diese Paneele fertig machen. Also so eine Dachpaneele, die auch isoliert, wo ich Lichter reinbauen kann. Ne? Ich glaube, hier auch direkt, ne, dass man hier so einfach Storage hat. Na, das ist ja Luftraum, den du nicht benutzt, ne? Genau. Gerade wenn man halt selber ausbaut während der Reise, kann man das alles dann noch machen halt, absolut, ne? Absolut, das ist ja das Coole. Aber ansonsten ist es nichts, was irgendwie jetzt schlimm ist, dass es nicht da ist. Noch irgendwas, was du noch bauen würdest hier im Auto? Ein Blumenbeet. Ein Blumenbeet? Ein Blumenbeet. Wo? So, oder beziehungsweise Blumenbeet / Dachterrasse. Dann hier hoch. Und dann, ich glaube, hinten würde ich mein Blumenbeet hinpacken, aber so ein kleines einfach nur, damit ich meine eigenen Kräuter und Sachen nicht halt brauche. Direkt bei der Küche. Ja, genau. Und dann hier einfach so, ne, zum Chillen halt. Und die Sonne ein bisschen blänzen. Bist du, dass ich dann dahin flezen kannst? Genau. Ja. Weil ich sitze echt gerne auf Dächern. Ja? Ja. Okay, hat man nicht gemerkt. Mal angenommen, ein Jahr ist um, aus irgendeinem Grund baust du einen neuen. Würdest du genau gleich bauen? Würdest du einen größeren holen? Würdest du einen kleineren holen? Ich glaube, ich würde den tatsächlich ein bisschen größer holen, weil das im Auto stehen können ist schon ziemlich cool. Würdest du dann so einen Van nehmen, wie ich den habe? So einen großen? Ein bisschen kleiner. Ich würde mir einen holen, der immer noch einfach zu navigieren ist, aber trotzdem einfach die Höhe hat. Ne? Dann würde ich tatsächlich das Bett wahrscheinlich höher bauen, damit Instrumente und so wirklich alles drunter unten können. Mhm. Aber so viel Gedanken scheinst du ja noch nicht darüber gemacht zu haben. Nee, also, weil es einfach noch nicht da ist. Ja. Deswegen jetzt gerade habe ich das hier. Ja, genau. Und das dient echt dem Zweck so. Ja. Ich bin auch manchmal echt dankbar, dass das so klein ist und wie gesagt, super Stealth, also echt, ich kann mitten in der Stadt stehen, das wird einfach niemals auffallen. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenbonus. Ja. Und, ja. Was würdest du jemandem sagen, der selber jetzt einen Camper ausbaut? Dass man erstens nicht viel Geld braucht und dass man sich auch nicht zu viele Gedanken darüber machen sollte, ob es perfekt ist, sondern wirklich einfach um diese Funktionalität erstmal kümmern und der Rest kommt echt danach, das entwickelt sich. Nichts sollte einen daran hindern, einfach wirklich loszugehen, weil man wartet manchmal auf diesen perfekten Zeitpunkt, den es einfach nicht gibt. Wenn man das Gefühl hat, loszumüssen, dann einfach get it ready and go. Wann kamst du denn das erste Mal mit Vanlife in Berührung? Ich glaube, da war ich 14 oder sowas. Da sind meine Familie bis in den Libanon gefahren. Also in dem Auto halt einfach nur, ne? Ja. War das schon, auch wenn anstrengend, trotzdem ziemlich cool, einfach so viel zu sehen. Und dann jemanden online gefunden, der halt ja, mit Vanlife, sag ich mal, gereist ist, Musik gemacht hat überall. Der Typ war, glaube ich, 18 da zu dem Zeitpunkt, also gerade, ne, volljährig geworden und dann einfach los direkt. Ja, weil die Familie dann auch so Surfer-Familie, weißt du, was ich meine? Ah. Ich glaube, da kommt man schon eher damit in Berührung und er hat es dann einfach angefangen, so erste große Reise, Musik gemacht. Das war so die erste Inspiration für mich. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das so wirklich vollkommen mache, weil in Australien bin ich schon damit in Berührung gekommen, durch Tasmanien gereist, da war ich mal bei Freunden mit dabei oder habe mal einen Van für ein Wochenende bekommen von einer Freundin. Aber das so permanent zu machen, das wusste ich schon immer. Das ist echt tatsächlich, seit ich 16 bin, ist das auch echt zum Traum geworden. Und das wirkt dann immer so unrealistisch oder erstmal, ne, musste man dann irgendwie erstmal was anderes erledigen oder man hat vielleicht die Finanzen nicht. Man schiebt das ja immer auf so Situationen. Eigentlich muss man einfach nur anfangen und viel Geld habe ich ja jetzt auch nicht dafür gebraucht. Und dann
geht's los, dann merkt man, dass man sich um Geld gar nicht mehr so viel sorgen muss. Ja. Aber bei mir war das erstmal so richtig, als ich das online gesehen, als ich das alles entwickelt hatte. Dann gab es so eine Journalistin, die das gemacht hat. Ich ziehe jetzt in mein Auto zum Spaß, ne? Mhm. Schäbige Karre, da ist das hier wirklich ein Profi-Ausbau gegen, ne? Und die hat das so geliebt. Dann dachte ich mir, Digga, was ist denn da dran? Das will ich mal ausprobieren. Mhm. Heutzutage mit Strom und sowas, das funktioniert alles. Und bumm. Was hat sich denn für dich so verändert? Jetzt, wenn du vorher vergleichst und jetzt? Ich muss wirklich sagen, im Vergleich war ich vorher viel zu viel in meinem Kopf unterwegs, weißt du? Und ich tendiere sowieso dazu, ein bisschen mehr in meinem Kopf unterwegs zu sein. Wo ist das runtergefallen? Oh, shit. Ja, egal. Aber eigentlich, guck mal, wenn du die kurz abwäschst und dann das Feuer. Ja, das mach ich mal. Ja, einfach zu viel nachzudenken, ne? Irgendwie ein bisschen, das ist wie so stuck sein in sich selber, sag ich mal, wenn man so. Also. Analyse-Paralyse-mäßig? Analyse-Paralyse-mäßig, genau. Aber jetzt, so 2 Monate später, am Reisen zu sein, würde ich sagen, dass ich viel präsenter bin. Weil ich glaube, wenn man viel unterwegs ist, viel wandern geht, einfach direkt draußen ist, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich bin sofort draußen, wenn ich die Tür aufmache. Es ist echt fast unmöglich, nicht präsent zu sein. Das ist echt viel wert und das ist echt das Schönste, was mir hätte passieren können. Aber ich wusste auch, dass das so sein wird. Ich glaube, es war fast so, als hätte meine Seele danach geschrien. Ich wusste, dass das alles ist, was ich brauchte. Du hast was zu essen, du hast Wasser, du hast dein Auto, deinen Schlafplatz, sag ich mal. Das sind so diese Primal Needs, die halt erfüllt sind. Das Wetter spielt eigentlich gar keine Rolle und du sorgst dich nicht darum, so, oh, wie viel Geld ich jetzt habe oder wie, oh, ich muss das und das und das machen. Und man chased so richtig nach, ja, wonach eigentlich, ne? You're running out of time, ne? So, dass dir die Zeit aus den Händen rennt, sag ich mal. Ja, das ist krass, man hat echt die Zeit, ne? So ein Tag dauert auch gefühlt irgendwie ewig. Ja. Das ist so beruhigend eigentlich. Total. Ne? Also dein ganzes Nervensystem resettet sich einfach voll und das ist so wie es sein sollte. Ne? Also ich persönlich fühle einfach Frieden in mir drin. Kann ich auch bestätigen. Genauso ist es bei mir auch. So und in so einem Maßen, wie ich das vorhin auch nicht kannte einfach. Ne? Mhm. Und das wächst halt einfach unfassbar jeden Tag mehr. Das ist so, als wenn man sich immer wieder neu ins Lebendigsein verliebt und du realisierst halt wirklich, wow, I'm alive. Weißt du, wow, ich lebe, ich habe dieses Leben gerade und ich kann das echt so gestalten, wie ich möchte. Das kann man echt kaum beschreiben. Also wenn man das erlebt, dann weiß man auch, weil man kann immer so viel davon reden, aber wenn man es einfach lebt, mhm. Das ist ein Privileg, wirklich.